viel Regen und relativ ja, kalte Temperaturen. Somit geht es jetzt los. Dann sieht man natürlich hier Saisonauftakt am Anfang viele kleine Fehler. Ich denke, das ist komplett normal. Ja, Krokiel direkt nächster schon wieder. Gefährlicher Ball. Und jetzt kann es wirklich mal gefährlich sein. Stapenhaus im Kreis. Mit dem Abschluss die AG. Oh, knapp daneben. Knapp rechts flach. Ja, und wir sehen, die Wespen starten sehr, sehr griffig in den Zweikämpfen. Ja. Haben immer viele Ballgewinne da. Lassen den UAC gar nicht irgendwie das Tempo wieder aufzunehmen. Boah, schön durchgesetzt. Gemacht. Und wieder auf die AG. Auf der AG. Und ich dachte, doch, da ist die erste Ecke. Das ist die erste Ecke für die 10er Wespen. Ich denke mal, ja, also ich kann nur so viel sagen, dass die Wespen auf jeden Fall offensiv auch sehr, sehr, sehr gut mitspielen. Den UAC wirklich, ja, zeigen, dass sie auch da sind. Und da sehen wir das Ganze so mal im Replay, am Fuß. Und man merkt, immer wenn Charlotte Stapenhorst im Offensivdrittel den Ball hat, wird es gefährlich. Ja. Und meistens hat genau sie dann auch den Ball bei den Wespen. Und wir sehen auch, wir haben jetzt auch... kleine Neuerung. Unter der Anzeigetafel sehen wir jetzt auch für die Ecken, wie lange man Zeit hat. Das finde ich auch ziemlich abgefahren, aber... Auch die Anzeigetafel ist neu. Ach, die Anzeigetafel ist neu. Mal schauen, wie lange die hält. Genau, 3 Sekunden noch, 2. Und... Stapenhorst, Tor! Direkt Schuss. 1-0. 1-0 10 auf der Westen. Das kann man aber direkt mal so ein bisschen lautstark betonen, weil... Saisonauftakt gegen den UAC, Wespen führt 1-0. Ja, und auch, finde ich, verdient. Aber die Wespen bleiben weiter vorne, machen direkt Druck. Ja. Und der UAC hat sichtbar Schwierigkeiten, sich da rauszuspielen. Jetzt holt sich den Ball mal weiter in der Defensive ab, um ein bisschen nach vorne Tempo zu machen. Weil jetzt aber das 1 gegen 1 und... Und da wird's nicht scheppern. Und 7 Meter! Also... Erstmal der Torabschluss, der war ja gefühlt, ich dachte, der geht auf jeden Fall hundertprozentig rein, dann irgendwie gegen die Latte abgefälscht und dann... Dann gibt es am Ende 7 Meter, etwas konfuse Situation, der Schiedsrichter entscheidet, aber sehr schnell, wartet den Vorteil gar nicht mehr ab. Solche Situationen liebe ich ja, also einfach, hier sehen wir es nochmal. Ball geht an die Latte und dann? Jetzt pfeift er schon sehr früh, ich hätte gesagt, vielleicht noch Schläger schlagen, aber dafür pfeift er eigentlich zu früh. Zu früh, ja. Guck mal, der Schiri lacht selber. Gab auch keine Beschwerden auf Wespenseite. Nee. Ich konnte jetzt nicht genau erkennen, wofür es den 7 Meter gab, aber der Schiedsrichter hat auf jeden Fall Spaß. Das ist das Wichtigste. Noel. Und sie hält! Lena Michel verschießt, beziehungsweise Nora Rabe hält sensationell. Und einmal Cassandra Dick. Und Schlagecke, habe ich gesagt. Legen gut und gehalten. Super von Rabe im Tor. Super. Sehr gut. Mit dem langen Schläger. Hauptsache gewinnt. Und jetzt geht's weiter. Das war der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Die Wespen starten im eigenen Aufbau. Schön Ball behauptet. Und Ella Fair jetzt erst weiter im Ballbesitz. Und der da gibt es den nächsten Schlenzer nach vorne. Das haben kann nicht verwertet werden. Vermehrt jetzt ab dem zweiten Viertel gesehen, dass der Ball da immer gut wieder durchgesteckt. Und Stapenhorst nimmt den Ball wieder hoch. Und unfassbares Tor. Ei. Das ist ja wirklich mal ein Auftakt. Also, das war ein hervorragend herausgespielter Konter. Schön über rechts und dann die Qualität, also das kann man nicht beschreiben. Nicht mal 30 Sekunden gespielt in der zweiten Halbzeit. Die Torhüterin steht auch nur auf und ja, bewegt sich kaum. Ist fassungslos, was da gerade passiert ist. Hebt den Ball einfach über sie rüber. Ich glaube, es ist immer noch Mia Böhringer am Tor. Sieht auch da vielleicht nicht ganz unglücklich aus. Nichtsdestotrotz muss man sagen, also Stapenhorst, Stapenhorst macht das natürlich wieder unfassbar. Aber dafür ist, glaube ich, die Ecke jetzt nicht. So. Jetzt kommt wieder ein Schlagecke. Und den haben wir wieder. Aber wieder da. Und gut verteidigt. Also ist das der Sieg für die 10er Wespen. Können wir uns auf einigen. Glückwunsch. Zum Auftaktdreier. Gegen UHC. Ja. Ist wirklich, kann man sagen, enorm stark. Achtungserfolg. Und man fast nennen. Welche Spielerin hast du jetzt hier vor allem auf Seite von den 10er Wespen, hatten die heute ein Spiel? Offensiv natürlich Stapenhorst allen voran mit ihren beiden Toren. Ja, ja. Sind wir ja fast schon gewohnt. Und defensiv aber auch Kim Jakob, Neuzugang. Sehr, sehr starkes Spiel, hat den Laden da hinten zusammengehalten. Ja. Und natürlich Rabe, die hier jede Ecke wegpariert hat. Kriegen wir den Daumen und vom einfach eine ganz, ganz starke Teamleistung. Ja. Und hier freuen, guck mal, jetzt sehen wir nochmal ganz kurz die Bilder. Jetzt die Wespendamen und die UAC-Damen sich abklatschen. Die freuen sich enorm, die Wespendamen. Ja, also kann man nicht sagen, hast du ja gerade schon gut zusammengefasst. Enorm stark. 2-0.
Nur strahlende Gesichter, so wünscht man sich das auch, oder?